Es ist an der Zeit, mal eine Spezies zurechtzuweisen, die mir jetzt schon seit längerem ordentlich auf den Sack geht. Ich habe das lange genug mit angesehen und nichts gesagt. Man muss ja nicht immer gleich berufliche Rückschlüsse über die Mutter des anderen ziehen. Aber jetzt ist die Sollbruchstelle erreicht. Obwohl eine Spezies zurechtweisen, sagt sich so leicht. Es sind vermutlich mehrere Arten aus verschiedenen Unterordnungen. Aber ich fasse hier mal all das kleine Viehzeug, was so an Lebensmitteln rumschwirrt, als Fruchtfliegen zusammen. Mir ist das komplett egal, ob das auch wirklich alles Fruchtfliegen sind oder doch kleine Mücken. Ihr wisst schon, was ich meine. Und die Kandidaten werden sich schon angesprochen fühlen. All diese Viecher, die sich mit Obst nicht mal zufrieden geben. Fürs neue Jahr habe ich mir vorgenommen, denen mal ordentlich auf die Schnauze zu hauen. Was habt ihr so für Vorsätze? Vielleicht mehr Mücken zusammenzuschlagen? Oder etwa euch gesünder zu ernähren? Ich möchte auf jeden Fall meinen Zuckerkonsum noch weiter runterfahren. Wenn man in den 20ern ist, sollte man echt darauf achten. Deswegen trinke ich seit Jahren kaum noch Softdrinks, sondern nur noch Wasser, um auf den Zucker in den Getränken zu verzichten. Dabei habe ich gern Energydrinks getrunken und ich habe keinen Bock mehr darauf zu verzichten. Ich habe nach einer Lösung gesucht und mit Holy die perfekte Alternative gefunden. Holy ist ein gesünderer Energydrink in Pulverform, da er keinerlei Zucker enthält und nur natürliche, hochwertige Aromen verwendet werden. So kann ich problemlos meinen Vorsätzen nachgehen und muss trotzdem nicht auf Energydrinks verzichten. Denn Holy gibt es in vielen fruchtigen Sorten. Müdigkeitsanfälle am Nachmittag sind kein Problem mehr, so klatsche ich die Viecher guten Gewissens locker an die Wand. Wenn ihr das auch probieren wollt, dann gönnt euch mit meinem Code Rektor5 gerne das Energy-Probierpaket. So könnt ihr easy testen, mit welcher Sorte ihr die Plebs online mit eurem besseren Fokus am liebsten abziehen wollt, Müdigkeitsphasen am Nachmittag überbrückt oder was euch beim Zusammenschlagen von Mücken und anderen Fliegeviechern am meisten schmeckt, ohne dass euch Vorsätze wie bisschen abnehmen oder weniger Zucker zu konsumieren dabei im Weg stehen. Mit dem Code bekommt ihr das günstigste Probierpaket schon ab 12 Euro. Meine Lieblingssorte ist Citrus Cobra, dicht gefolgt von Lion's Lemonade, beide schön fruchtig, ohne für mich zu süß zu sein. Und wer schon aufgedreht genug ist und kein Koffeinintus braucht, der findet bei Holy auch zuckerfreie Eistees, die hervorragend schmecken. Besonders wenn man dabei Fruchtfliegen zusammenschlägt. Da gefällt mir Blackberry X Black Tea am besten. Mit meinem Link in der Beschreibung unterstützt ihr mich zusätzlich bei jeder Bestellung völlig mehrkostenfrei. Probiert's gern aus! Schauen wir uns nun an, wen ich mit Fruchtfliege in diesem Video so alles meinen könnte. Allen voran natürlich die Taufliege, die auch Obstfliege, Fruchtfliege und Essigfliege genannt wird. Ja, genau dieser kleine HS ist das. 2 bis 6 mm große Fliegen, die überall verbreitet sind, außer Antarktis mal wieder. Diese werden von Früchten besonders angezogen und geiern auf die gärenden Substanzen, welche sie sich gierig in den kleinen Bauch reinrändern. Mit Morgentau haben Taufliegen direkt nichts zu tun. Die heißen nur so, weil sie vor allem morgens und abends unterwegs sind, wo sich unabhängig von diesen kleinen Hurensöhnen auch Tau bildet. Die Welt ist natürlich an Artenvielfalt davon zugeschissen, mit ca. 3000 Stück, von denen rund 50 in Deutschland vorkommen. Einige davon verfolgen uns systematisch und lahmen sich nur von unserem Obst und Kompost. Diese werden Kulturfolger genannt. Ist ja ein netter Name für diese kranken Stalker. Einige parasitär lebende Wespenlarven tun das einzig Richtige und befallen die Fliegenlarven, um uns vor dem Elend zu bewahren. Wespen mal wieder absolut ehrenhaft unterwegs, außer die Allmann- und Hurensohnwespe. Leider nutzen die Weibchen gärendes Obst als Counterplay und legen dort ihre Larven ab, wenn sie diese parasitären Wespenlarven wahrnehmen, da die Fliegenlarven resistenter gegen den in der Gärung entstehenden Alkohol sind als die Wespenlarven. Fürs Vergiften dieser Ehrenwespen haben die schon eine Schelle verdient. Taufliegen sollen sich löschen. Am besten aus. Ich helfe gerne nach, wenn sie sich mal wieder an mich heranwagen sollten. Aber ich meine mit dem Video nicht nur genau diese Fruchtfliegen. Ich wurde nämlich von Fliegen systematisch gestalkt, die es nicht auf Obst, sondern auf das Nassfutter meiner Katze abgesehen hatten. Ich meine natürlich, ich wurde von denen kulturverfolgt. Welch mieser HS ist mir denn da kulturell hinterhergeschlichen? Bohrfliegen sind es schon mal nicht. Diese werden zwar ebenso als Fruchtfliegen bezeichnet, aber die sind aufgrund der Flügelhaltung mit ihren abstehenden Flügeln leicht zu erkennen. Sowas ist bei mir nicht in der Wohnung rumgeflogen. Trauermücken hingegen kommen schon eher in Frage. Das sind 1 bis 7 mm kurze Mücken, die sich von allen möglichen Material ernähren, was man im Wald so findet, also Laub, Rinde, Totholz und Pilze. Die erwachsenen Trauermücken, bei Insekten generell Imago genannt bzw. Imagines für Mehrzahl, ernähren sich nur von Flüssigkeiten, was den Saft von Nassfutter nicht ausschließt. Die Larven allerdings ernähren sich neben Pilzen auch von toten, sich zersetzenden organischem Material, also beispielsweise Fleisch, was offen rumliegt, weil Katze mal wieder zu faul zum Auffressen war. Sieht aus, als hätte ich einen der Übeltäter gefunden, welcher mich über Monate dreist belästigt, ich meine natürlich kulturverfolgt hat. Das passt auch zur Spawnrate der Viecher, mit denen ich zu tun hatte. Denn 90% der Trauermücken sind weiblich. Da sie nur ein paar Tage alt werden, bleiben die Trauermücken im Schwarm zusammen, damit die paar Männchen massenhaft Respawn-Punkte aufstellen können. Und es ist wirklich übel nervig. Ich habe deren Spawns abgekämmt und diese mit AOE-Schaden komplett zerstört, aber dann spawnen die halt aus einer anderen Ecke nach. In der Natur ist das teilweise so krass, dass bis zu 14 Meter lange Züge aus deren Larven entstehen, die sich mit bis zu 1 Meter pro Stunde fortbewegen können. Immerhin rushen
überraschen die dich nicht leicht down nach einem Respawn, aber schneller als die Züge der Bahn sind die trotzdem. Sowas krasses habe ich natürlich bei mir nicht mal im Ansatz gesehen, aber wie oft die Spawnpoints gewechselt haben, war richtig nervig. So liefen die letzten zwei Sommer bei mir ab. Ich habe einen Kater und der frisst gerne mal sein Nassfutter nicht auf. Ganz schlechte Idee im Sommer. Aber schon im April haben sich sehr schnell kleine Fliegen am Napf versammelt. Clueless wie ich war, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, schnell wegschmeißen, abwaschen und fertig. Ja, nee. Im Mülleimer ist sofort eine Riesenkonferenz ausgerufen worden, bei der sich beraten wurde, wie man mir jetzt am meisten auf den Sack gehen kann. Von dort aus kamen die natürlich einen Tag später zur nächsten Fütterung zurück. Bin auch ein Dulli, dass ich den Müll nicht sofort rausgebracht habe. Zeitgleich sind einige nämlich zum Katzenklo gerusht, um dort ordentlich ein paar Haufen zu verknuspern und dann Spawns aufzustellen. Dann haben sich diese Schweine auch noch über mich lustig gemacht. Obwohl die Spawns schon am Katzenklo standen, haben die sich alle beim Nassfutter aufgehalten. Hab ich das sauber gemacht und gründlich darauf geachtet, dass da kein Vieh mehr drankommt, dann haben die Scheißviecher, im wahrsten Sinne, Party im Katzenklo gemacht. Ich mach das also komplett sauber, alle Spawns kaputt. Da sind die Viecher schon am Napf respawned und feiern weiter. Das war ein Hin und Her, welches über Wochen und Monate ging. Natürlich bin ich auf die Idee gekommen, beides gleichzeitig flächendeckend zu säubern. Die Wichser respawnen trotzdem. Und irgendwann habe ich auch gesehen, warum. Die haben sich in eine geschlossene Spaghetti-Packung reingefressen und sich über die hergemacht. Wie ehrenlos muss man sein, um auf Spaghetti zu gehen. Das war eine Frechheit, die ihresgleichen sucht. Die Packung Spaghetti damit reinzuziehen, hat mir gezeigt, dass diese asozialen Pisswichser vor nichts zurückschrecken. Nicht mal davor, Spawns an meiner Deckenlampe aufzustellen. Junge, verpisst euch doch einfach. Ich dachte, der Winter und alles permanent reinigen wird's regeln. Aber einen Sommer später ging es natürlich wieder los. Diesmal nicht ganz so schlimm, da ich nun wusste, mit was für abgefuckten, ehrenlosen Spaghetti-Klauern ich zu tun hatte. Aber selbst wenn man drauf achtet, die sind so nervig und kommen trotzdem irgendwie, zumindest in geringer Anzahl, wieder. Mit diesen Pennern habe ich überhaupt kein Mitleid mehr. Jedes Mal, wenn ich die sehe, dann Kultur verfolgt meine Faust mal ordentlich deren Fresse. Diese ganzen Fruchtfliegen-Hurensöhne, egal ob echte Fruchtfliegen oder Trauermücken oder sonst was, sollen sich gefälligst aus meiner Wohnung verpissen. Ich verstehe auch nicht, wer das wieder gebalanced hat. Ja, die greifen eine nicht an und sind an sich harmlos, aber wer hat sich diese geisteskranke Spawn-Rate ausgedacht? Und warum gibt es für diese Viecher keine vernünftige Serverbegrenzung. Es sind Lappen, die nichts können, von allem aufs Maul kriegen und nur etwas organisches Material zersetzen sollen. Gut, dass die schneller respawnen dürfen, ist ja verständlich. Aber dass die so schnell neue Spawnpunkte haben, nachdem man die ganze Base von denen zerstört hat, ist einfach zu übertrieben. Ich find's zu OP und ein Nerf in diese Richtung wäre mal angebracht. Denn das Counterplay dagegen ist ja auch nicht gerade das Spaßigste. Sobald man die sieht, sofort wegschmeißen, was befallen ist und alles gründlich reinigen, direkt den Müll rausbringen und alles mit Flächenschaden abdecken. Laugen, Desinfektionsmittel, alles was man so hat. Damit muss man sämtliche Oberflächen behandeln, um auch versteckte Spawns zu zerstören. Sonst kommen die immer und immer wieder. Eine Essigfalle ist ebenso ein guter Counter, um zumindest die umherfliegenden Viecher zu trollen. Step 1. Apfelessig in ein Glas oder eine Schale füllen. Step 2. Ein paar Tropfen Spülmittel hinzugeben, um die Oberflächenspannung des Essigs zu brechen. Step 3. Der Geruch des Essigs zieht alle Fruchtfliegen an, welche dank der gebrochenen Oberflächenspannung im Essig ertrinken. Problem? Essiggeruch ist jetzt nicht so meins und in dieser Wohnung, wo ich noch wohne, ist Lüften an sich eine Herausforderung, da die Luft hier kaum Bock hat, sich zu bewegen. Mir wäre Essiggeruch einfach zu viel. Wer auch in einer Wohnung lebt, die sich nicht so leicht durchlüften lässt, wird darauf wohl auch eher weniger Bock haben. Was aber noch wirklich wichtig ist die Abflüsse mit Rohrreiniger zu behandeln. Selbst wenn du alle Oberflächen und Ecken im Haus gründlich reinigst, dann respawnen die einfach im Abfluss. Also nicht vergessen, sich auch darum zu kümmern, damit man die wirklich los wird. Ich habe mich zusätzlich auch noch für eine natürliche Form des Counterplays entschieden. In meiner Wohnung hauste immer ein stiller Zeitgenosse, dessen Anwesenheit ich für die Fälle, dass Insekten bei mir einbrechen, geduldet habe. Und zwar diese Ehrenspinne hier. Oft bezeichnet als Weberknecht, aber diese Spinnen hier nennt man Zitterspinnen, weil die schnell in ihren Seilen zittern, um Angreifer zu verwirren. Kennt man vielleicht, wenn man mal ihre Fäden in Anwesenheit der Spinne berührt hat. Dieses selbstlose Geschöpf legt an den Ecken und Kanten der Decke ihre Spinnenweben als Falle aus und das nicht großartig als Netz, sodass es optisch nicht mal auffällt. Wenn diese ehrenlosen Spaghetti-Klauer dann an den Wänden entlang fliegen, verfangen die sich schön in den Spinnenweben und gut ist. Das Angenehme daran, man kann die Spinnenweben einfach mit dem Staubsauger wegsaugen. Einfach regelmäßig die Decke entlang gehen, die Zitterspinnen machen dann schon neue Fallen, um auch weiterhin sämtliche Hurensöhne wegzufangen. Es hat bei mir wirklich einen Unterschied gemacht. Gerade weil wegen dem Nahrungsüberangebot aus der einen Spinne dann ganz schnell ein paar mehr wurden. Ich habe die mal machen lassen, um zu sehen, ob es helfen wird. Und tatsächlich haben die so viele Viecher gefangen, dass ich die Lage da mit dem regelmäßigen Reinigen schnell im Griff hatte. Deutlich weniger
weniger Katzenkotnascher, die neue Spawns setzen konnten, waren unterwegs. Und so haben wir, die Zitterspinnen und ich, die Fruchtfliegen-Hurensöhne down gekriegt. Und das Beste, alles völlig kostenlos. Warum sich Fliegenfänger kaufen, wenn diese Ehrengeschöpfe das kostenlos machen? Okay, die sehen jetzt nicht so ästhetisch aus, aber effektiv sind sie. Meine Empfehlung zu empfehlen. Fürs Plattmachen der übrigen Viecher gibt's Holy Energy. Damit müsst ihr mittags nicht durchhängen und euch von den Pissern auf der Nase rumtanzen lassen. Gerade wenn ihr auch in den 20ern seid oder darauf zugeht, sollte man wirklich den Zuckerkonsum runterfahren. Besser früher als später. Probiert's gern aus. Über den Link in der Beschreibung unterstützt ihr mich bei jeder Bestellung zusätzlich völlig ohne Mehrkosten. Und mit dem Code Rektor5 bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch noch 5 Euro Neukundenrabatt. Gönnt euch ruhig, damit auch eure Faust zielsicher die Fresse einer Fruchtfliegekultur verfolgen kann. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein!